Ja, liebe Leser, heute Mittwoch, letzter Tag für uns schon auf der Cesaie hier in Bologna. Drei ereignisreiche Messetage gehen zu Ende. Wir haben ganz viele Eindrücke mitgenommen von schönen neuen Fliesen. Man kann das ja manchmal gar nicht verarbeiten, diese ganzen Hallen hier mit Neuheiten. Eine schöner als die andere manchmal. Was uns sicherlich aufgefallen ist, dass es den großen Trend im Produktbereich, wie es ihn früher mal gab, nicht mehr gibt. Was wir feststellen ist, dass es kleine Nuancen an Verbesserungen gibt, Programmergänzungen, die sicherlich auch sehr interessant sind. Wir werden Ihnen das in einer kleinen Impression und Neuheitenshow noch in einem getrennten Film heute auf Facebook präsentieren. Und natürlich werden wir auch die Berichterstattung auf unserem Online-Portal und in unserem Newsletter über die Cesaie 2017 in den nächsten Tagen ausführlich fortsetzen und hoffen, dass Sie dann auch wieder einschalten und dabei sind. Ansonsten hoffen wir, dass es Ihnen gefallen hat und dass Sie uns vielleicht auch den einen Wackler bei unseren Videoaufnahmen oder die eine oder andere schlechte Tonqualität verzeihen. Es ist halt live, es ist von der Messe, hier sind viele Leute, aber wir denken, wir konnten Ihnen trotzdem brandheiß ein paar neue Informationen aus Italien vermitteln. Ansonsten bleiben Sie uns gewogen und ja, auch 2018 gibt es wieder eine neue Cesaie vom 24. bis 28. September. Nachzutragen bleibt noch, dass der Händler Award der Confindustria Ceramica, also des italienischen Herstellerverbandes, in diesem Jahr an die Firma Jakob Sönnigsen aus Flensburg gegangen ist. Von uns aus hier nochmal einen herzlichen Glückwunsch nach Norddeutschland und ja, wir sehen uns weiterhin auf 1200 Grad. Bis dann.